Herzlich willkommen bei Mika Caravan, bei uns auf dem Kanal in Dinkelsbühl. Wir wollen heute das Video vervollständigen von dem Einbau unserer Druma D6, Umrüstung von Gas auf Diesel. Da wird es richtig Zeit, das Fahrzeug ist jetzt fertig. Und dazu müssen wir da hinten zu unserem Bürstner in den Harmony Line, den ich euch ja schon vorgestellt habe. Und da haben wir das Ganze eingebaut und da möchte ich euch mal detailliert mit auf die Reise nehmen, wie wir das Ganze eingebaut haben, wie das Ganze funktionell zu gestalten ist, den Umbau. Und dazu gehen wir jetzt einfach mal hinter in die Werkstatt. So, jetzt starten wir mal den Ausbau von der Druma-Heizung. Hierzu lösen wir jetzt mal einfach nach der Reihe sukzessive hier die ganzen Verbinder, wie hier. Die Kabel dementsprechend vorsichtig abziehen und natürlich kurzfristig abisolieren, damit sie nirgends rankommen. Die Schläuche alle wegmachen und. Und dabei lasse ich euch jetzt mal zuschauen und guck mal, wie wir das hier auf die Kamera kriegen. Ja, jetzt fangen wir im Zeitraffer das Zerlegen an. Wir trennen natürlich jetzt die ganzen Kabel ab, machen sukzessive aber auch um die Pole natürlich einen Schutz drüber, damit nichts passiert. Jetzt tun wir das Abgasrohr entfernen. Da ist ein Überrohr drüber und drunter ist das eigentliche Abgasrohr, was wir sauber entfernen müssen. Dann tun wir vorsichtig hinten die Luftschläuche raus, wo auch ganz wichtig ist, dass wir das behutsam machen, die Klammern dementsprechend aufheben, die dabei sind, damit wir die dann auch wieder montieren können danach. Das ist ganz wichtig. Und hier die Wasserschläuche abziehen, da muss man dann ein bisschen mit Sache jetzt mal reindehnen und dann ist das auch schon fertig. Hier bereiten wir jetzt den Tank vor, also den Tankentnehmer. Dazu müssen wir den ganzen Tankentnehmer natürlich rausbauen. Da haben wir Spezialwerkzeug, um die Öffnung zu bewerkstelligen. Dann muss er vorsichtig rausgenommen werden, vorher natürlich alle Stecker abziehen und so weiter. Dann muss der ganze Schwimmer und der ganze Tankentnehmer rausgemacht werden. Hier wird dann dementsprechend das Ganze eingebaut. Da haben wir jetzt den Tankentnehmer im ausgebauten Zustand. Und jetzt sehen wir, wo wir hier den Entnehmer eingebohrt haben und die Leitung dann dementsprechend von innen nach unten führen, seitlich nach unten mit ein bisschen Abstand zum Boden natürlich. Warum? Weil wir natürlich nicht wollen, dass unsere Dieselheizung den Tank auch leer saugt. Weil wenn dann dementsprechend kein Sprit mehr da ist, soll man ja auch zur nächsten Tankstelle noch fahren können. Und darum haben wir hier unten so ein bisschen Bodenfreiheit, damit da nur gut 50 bis 80 Kilometer Fahrt drin sind, wenn es leer ist. Ja, hier haben wir jetzt den Ausschnitt gemacht, wo dann der Kamin reinkommt, wo auch sorgfältig gemacht werden muss, damit man dementsprechend das dann sauber einsetzen kann. Da musste man den Gasraum auftrennen, um dass die Schläuche da reinpassen, um das Ganze dann danach, wenn wir das wieder abkasten, das sehen wir dann am Schluss, wie das ausschaut. Und jetzt wird da schön der Kamin eingedichtet, damit es dementsprechend alles Hand und Fuß hat und sauber wieder dicht ist. Hier wollen wir jetzt ein bisschen optimieren, weil ihr seht, dass der Schlauch hier so einen wilden Bogen macht. Man kann das hier richtig erkennen, der geht hier rum und den werden wir jetzt ein bisschen kürzen. Darum machen wir den hier jetzt mal raus. Das ist nämlich hier viel zu viel Schlauch und dann kürzen wir den ein bisschen, damit wir den Kürzer hier einführen können und dann funktioniert es auch besser. Was ich an der Stelle auch mal gleich zeigen will, hier sieht man, ich weiß jetzt nicht, auf der Kamera kommt es gar nicht so gut rüber, glaube ich, aber was hier schon für ein Schmutz in den Erdtunfiltern drin sitzt, ist phänomenal. Also da kann man schon richtig sehen, wie hier so die erste dunkle Verfärbung losgeht. Also echt Wahnsinn, da sieht man genialst, was die auch wirklich abhalten und helfen. Hier sehen wir jetzt, wo meine Schraubenzieherspitze ist, die Durchführung von dem Kunststoffrohr. Das ist die Entlüftung, die geht natürlich nach unten bei Wasserausdehnung und geht unten aus dem Fahrzeug raus. Hier werden wir auch gleichzeitig die Öffnung jetzt aufmachen, die ist natürlich abgedichtet und werden hier unsere Spritleitung, sprich unsere Dieselleitung einführen, damit wir die dann dementsprechend an die Dieseldruma anschließen können. Und dazu machen wir jetzt die Dichtung einfach ein bisschen aus, legen uns unter das Auto, popeln das alles ein bisschen raus und ziehen hier gleich unsere Spritleitung durch.
So, ich bin jetzt für euch einmal unter das Auto. Und hier, hoppala, jetzt ist es ein bisschen dunkel geworden. Hier sehen wir jetzt unsere Dieselbombe, die wir hier für die D6 verbaut haben. Und ich habe es ja schon oft erklärt, was wichtig ist. Also zum einen ist ganz wichtig, dass die hier komplett freischwingend hängt. Weil die Pumpe hat so ein Taktverhalten, also die klackert ja so, klack, 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 klack. Und damit die hier nirgends an der Karosserie anliegt, muss die hier frei hängen, weil sonst überträgt sich dieses Klackern in den Innenraum ganz extrem, weil natürlich hier die ganzen Karosserieteile würden das Klackern natürlich enorm weiterleiten. Ne? Das gleiche ist auch hier in der Dieselleitung, die haben wir hier drin versteckt, wo wir dann auch hier durch die Karosse durch sind in dieser Geschichte. Ich glaube, so sieht man es am besten. Ne? Auch sauber wieder abgedichtet. Das ist auch ganz wichtig, dass er das macht. Richtig sauber abdichten, damit da ja nichts reinkommt. Und natürlich die Dieselleitung auch eben in diesen Schlauch, damit die, wenn die mal irgendwo anliegt, der Schlauch dämmt und somit dieses Klackern nicht überträgt. Und dann wird die natürlich hier sauber verlegt. Ihr seht hier, wird überall mit so Kabelbindern dementsprechend versehen und festgemacht, damit hier nirgends was passiert. In der Schutzleitung natürlich, ganz wichtig, genauso wie ja auch das Kabel hier in der Schutzleitung ist, weil wir sind hier außerhalb vom Fahrzeug, verschwinden dann hier auf der Seite unter dem Hitzeblech, weil wir hier am Auspuff durch müssen, nach vorne zum Tankgeber, wo ihr ja auch schon gesehen habt, beziehungsweise wie der dann da angeschlossen wird und verbaut wird. Und das ist ein ganz wichtiges Detail, damit man hier wirklich aufpasst, was wir hier auch machen, natürlich wieder, weil das Fahrzeug ist versiegelt, dementsprechend mit Versiegelung wieder versehen. Unsere hat bloß ein bisschen eine andere Farbe, also sprich, dass hier rosttechnisch natürlich überhaupt nichts passieren kann. Auch die Bohrlöcher müssen dementsprechend versiegelt und dementsprechend behandelt werden, damit das alles sehr, sehr langlebig ist und der Kunde auch ganz viel Freude an dem Thema hat. So, und jetzt krabbeln wir mal wieder raus hier. So schaut jetzt die fertige Geschichte von innen aus. Den Einbau habt ihr ja gesehen. Hier gibt es dann nur ein paar kleine Details. Hier haben wir den Dieselanschluss gemacht. Natürlich muss man auch hier wieder die ganzen Verbinder sauber anbringen. Wir haben jetzt auch die Schläuche wieder sauber versehen. Auch den da hinten, habe ich ja gesagt, den kürze ich ein bisschen, damit der nicht so komische Kurve macht. Damit der jetzt besser da drin liegt und schöner ausschaut. Dann haben wir hier die Auspuffrohre dementsprechend verlegt. Hier haben wir einmal Zuluft, einmal Abluft, weil hier brauchen wir natürlich Sauerstoff für den Verbrennungsvorgang. Hier haben wir dann die ganzen Kabel angeschlossen, einmal die Steuerung für die Lüftung. Außen zeige ich euch gleich, dann natürlich die Steuerung für die Dieselpumpe und Plus und dann natürlich auch noch den Temperatursensor. Ja, und dann haben wir hier schon alles durch und jetzt schauen wir mal kurz außen rum, wie es da ausschaut, weil hier drin sieht man immer gar nicht so viel, da schaut es ja aus wie vorher, letztlich bis auf die ganzen Arbeiten, wo in der Zwischenzeit passiert sind. Ja, da haben wir jetzt hier den Luft, also sprich den Kamin eingesetzt. Hier sehen wir die ganzen Kabeleien. Dann haben wir da hinten, da seht ihr ja den weiß umrandeten Schacht. Das haben wir ja gesagt. Ich hoffe, ich habe den Besitzer des Fahrzeuges damit wirklich einen Gefallen gemacht, weil ich finde es jetzt optisch natürlich wesentlich schöner, dass er hier sitzt, genau an den Klappen, wo er hin soll und wo er auch vorher war. Und ich habe dann hier auf der Seite diese Abkastung dran. Bitte jetzt nicht wundern, warum das Brett noch dran ist, weil wir das gerade aktuell noch trocknen lassen, weil wir das verleimt haben. Und dann wird natürlich das Ganze noch einmal oben an den ganzen Dichtungskontaktflächen mit Silikon abgedichtet, damit überhaupt keine Gasmöglichkeit nach innen in den Raum kann. Wir haben es auch vom Holz einigermaßen getroffen in dem Gaskasten. Gasflasche passt natürlich auch noch rein. Und das ist dann schon
die schönere Lösung, glaube ich, damit es hier auf der Seite sitzt. Und wenn wir jetzt hier mal kurz die Türen dann so zumachen, voilà, dann schaut es schön sauber aus und wir haben nicht oben noch einmal den zweiten Kamin drin. Und das ist eine tolle Sache. Das gefällt mir richtig gut. So, was machen wir noch in dem Fahrzeug? Beziehungsweise, was haben wir noch gemacht? Ich habe euch ja gesagt, wir müssen noch einen Rapid einbauen. Den Prozessor, Mikroprozessor von WCS. Den haben wir hier verbaut. Ihr seht ihn. Da ist er. Da ist der, hoppala, Entschuldigung, jetzt seht ihr das. Da ist der Akku vom WCS, der Akku auch, ja klar. Aber da ist der Rapid vom WCS. Den haben wir hier noch nachgerüstet, weil das, was hier zu sehen ist, hat ja WCS schon verbaut gehabt. Und wir haben jetzt noch einmal den Rapid nachgerüstet, damit das Fahrzeug wirklich safe ist und er auch entsprechend alles nutzen kann. Also das ist echt eine tolle Sache. Der Rapid ist auch eine tolle Sache, muss ich wirklich sagen. Funktioniert tadellos und gibt ganz, ganz tolle Geschichten, weil man halt einfach safe ist, weil man dementsprechend wirklich super gut mit dem Auto unterwegs sein kann, ohne dass man jemals die Problematik hat, dass man stehen bleibt. Jo, was machen wir jetzt hier noch? Ihr seht, hier in der Garage haben wir noch einen kleinen Lüfterschlauch liegen. Das finde ich ein bisschen unglücklich an dem Fahrzeug. Er hat hier einen Truma-Auslass. Und das Problem ist, dass natürlich der nicht reicht, weil der hier hinten im Eck ist. Und ihr seht, die Garage ist ziemlich voll. Wenn der hier ausbläst, dann bleibt die warme Luft hier, verliert sich dann gleich wieder durch die Tür und geht gar nicht so richtig rein in den Innenraum. Was machen wir jetzt? Wir werden hier so einen Booster einbauen, damit er die warme Luft so ein bisschen mehr rauszieht. Und dann werden wir hier einen Schlauch installieren, der gelocht ist. Den werden wir hier oben an der Kante entlang führen, einen Schalter innen drin versehen und dann kann der Kunde den Boost einschalten und dann wird, wenn er beim Heizen ist, und dann wird dementsprechend nach hinten in die Garage mehr Energie, mehr warme Energie geleitet, wenn man gerade mal in der Garage was hat, was halt gefrieren kann oder wie auch immer, wird die mitgeheizt, ist natürlich auch besser für den Innenraum, weil da drüber ist gleich die Sitzgruppe und dann hat man da wesentlich mehr Wärme in der Garage und das ist natürlich effektiv, gerade wenn man Dieselheizung hat, macht es natürlich wirklich Sinn, wo man das super gut nutzen kann. Ja, das war mal ein Versuch, euch den Umbau einer Dieselheizung, Umrüstung von Gas auf Diesel dementsprechend darzustellen und so ein bisschen die einzelnen Schritte zu zeigen. Bitte verzeiht, ich bin kein Schneidmeister. Ich hoffe, das Video ist einigermaßen gewonnen, weil die ganzen Sequenzen da zusammenschneiden, da glaube ich, muss ich nur ein bisschen üben, aber ich glaube, es ist ganz gut gewonnen. Wichtig war mir halt einfach mal, dass ihr den Aufwand seht, der da dahinter steckt, was man da alles tun muss, um die Umrüstung dementsprechend zu bewerkstelligen. Ja, die Umrüstung kostet ein bisschen Geld, weil die Heizung als solches natürlich nicht ganz günstig ist. Aber ich glaube, diesen Schritt in die Autarkie, sprich so weit ein Stück näher in die Unabhängigkeit, mit Diesel zu heizen, mit Diesel warm Wasser zu machen, ist schon eine gute Sache. Also ich möchte es nicht mehr missen, weil wir auch viel bei schlechtem oder kaltem Wetter unterwegs sind. Und da ist es schon echt eine tolle Sache. Also ich finde schon, dass es lohnt und dass es ja doch schon eine geschickte Sache ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Einfach ein kleines Feedback von euch. Was oder wie seht ihr das in die Kommentare? Würde mich natürlich freuen. Genauso wie über ein Like. Genauso auch über ein Abo. Das freut uns immer unwahrscheinlich, damit man so ein bisschen sieht, dass das, was man natürlich tut, auch so ein bisschen ankommt. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch einen wunderschönen Abend zu wünschen und bleibt gesund über ein Like. Wie gesagt, freue ich mich und jetzt versuche ich mich hier mal wegzuschnippen. Und ja, bis bald. Grüße aus Dingisbühl.